Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Ruffys Recipes, der Channel, wo ihr jeden Mittwoch leckere, frische und günstige Rezepte bekommt. Heute werde ich mich im Thema Backen ausprobieren, ist eigentlich gar nicht so meine Welt, umso mehr Grund, da mal wieder ein Video zu machen. Und zwar gibt es heute dreierlei Muffins. Yeah, Ruffys Recipes, sag allem Bescheid, dass es Essen gibt. Pasta oder Beef, Salate oder Quiche, Veganes oder Sweets, ich hab alles, was du liebst. Und falls du abonnierst, dann wär das ziemlich nice. Ja, mein Herd ist immer heiß, denn das ist Ruffys Recipes. Um das hier einfach für euch zu gestalten, falls ihr das nachbacken wollt, werde ich nur eine Teigmischung verwenden. Da werde ich jeweils einen Twist dran geben mit drei Sorten Joghurt und drei Obstsorten. Dann werden wir das schön in unsere Muffinförmchen packen und die fluffig und locker aufbacken. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist so eine Muffinform, die für den Ofen geeignet ist. Das Rezept, was ich am Start habe, reicht genau für 12 Muffins, geht also exakt auf. Und außerdem sind diese Muffin-Papierförmchen von Vorteil. So macht ihr euch nachher nicht die Finger schmutzig und könnt jeden Muffin locker und fluffig hier aus eurer Form rausnehmen, sobald die fertig gebacken sind. Und wir gehen jetzt mal an die Zubereitung. Weil ich jetzt drei verschiedene Sorten Muffins mache, ja, aber mit derselben Grundmasse, werde ich jetzt zuerst mal Öl, Zucker, Vanilleextrakt, Salz und Eier gut verquirlen. Wie das immer so ist hier bei mir, Ruffys Recipes, ich brauche immer eine Milliarde Schalen, aber ich habe mir überlegt, da ich das in drei Steps mache, ja, werde ich jetzt einfach den Joghurt jeweils an die Grundmasse rangeben, mir das dann zur Seite füllen, dann habe ich den Arbeitsschritt später nicht mehr und danach gehen wir an das Mehl und die anderen Sachen, ne? Step by Step, Freunde. Alles klar, Freunde, wer hat Bock auf Backen? Wir nehmen jetzt mal unser 1995 Krups Handmixgerät 3 in 1 und werden unsere schönen Zutaten jetzt mal verquirlen. So, Durchgang Nummer 2. Geben wieder unser Bratfett, Eier, Salz und Zucker in unsere Form und mengen das mal anständig durch. Freunde. Ich glaube, als nächstes kommt mal schön Erdbeer. Dafür habe ich Erdbeerjoghurt am Start und natürlich frische Erdbeeren. Ab in die Schale! Wer sich behelfen will, kann natürlich immer Backpulver benutzen, ne? Aber ich will hier keine großen Konditorreden schwingen, weil ich gar nicht so Plan vom Backen habe. Wenn ihr Tipps habt oder Hinweise, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und wir rühren mal wieder eine Runde durch. So, unser Style Nummer 3, nämlich Pflaume Blaubeere, wird jetzt mit normalem Naturjoghurt gemacht. Ja, ich will das einfach mal ausprobieren. Der ist natürlich ein bisschen säuerlicher, aber ich will ja auch ein bisschen rumexperimentieren und gucken, ob man überhaupt schon den vorgesüßten Joghurt nehmen muss, damit das Ganze was wird. Also, let's try that. Unser Pflaume Blaubeer Preset steht also auch. Ab in eine Extraschale füllen, ja. Ihr könnt natürlich auch eine Sorte Muffins backen. Müsst ja nicht drei machen, so wie ich, ne? Aber es soll ja auch fruity und delicious heute werden. Deswegen natürlich... Auch weil der Sommer kommt jetzt ja nochmal so richtig zurück, habe ich mich entschieden für frisches Obst und leckere, tolle Sachen. Juti, kommen wir mal an unsere Mehlmischung dran. Ich habe jetzt 200 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver und 2 Teelöffel Vanillezucker und ein paar Haselnussstreusel am Start. Das wird jetzt alles vermengt und dann jeweils ein Drittel von der Masse unter unseren Frucht-Joghurt-Ansatz gegeben. Das muss nämlich runtergehoben werden. Das sorgt nachher dafür, dass alles schön fluffig wird und so aufgeht, wie wir das wollen, in unserer schönen Muffinform. Wir waschen jetzt unsere Erdbeeren erstmal und entfernen das Grün. Dann werden 2 Drittel von den Erdbeeren in unsere Teigmasse drunter gehoben. Wir wollen ja auch in unseren Muffins schöne Erdbeeren haben. Und 1 Drittel bewahren wir uns natürlich auf, um das Ganze nachher fancy zu toppen. So, wir geben unsere Papierförmchen in unsere Muffinform rein, weil gleich geht's los. Teig abfüllen, ja? Ein Eisportionierer ist hier übrigens eine Empfehlung von mir, wer kein Zuhause hat. Der greift auf einen großen Löffel zurück. Die Papiermuffinförmchen müssen zu 2 Drittel gefüllt sein, weil logischerweise ja unser Teig aufgeht, auch durch das Backpulver. Und
ja, damit das nicht eskaliert und nicht das ganze Blech überquillt vor Teig, natürlich nur 2/3. Wir waschen jetzt einmal unsere Fläumchen, ja, holen die Kerne raus und schneiden uns kleine Stücke und wieder 1/3 aufbewahren nachher zum schönen Toppen. Immer wichtig, wenn ihr kocht, wenn ihr backt und ihr habt Bock auf Deko, dann nehmt einen Teil eurer Zutaten, mit denen ihr nachher dekorieren könnt. Pflaumenmuffins, let's go! Oder Pflaumen-Muffin-Teig-Abfüllung, let's go. Und one last time hier unsere Mehlmischung drunter heben. Was auch immer drunter heben gemeint ist, ich finde drunter heben geht nicht, ich verrühre. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie man denn drunter hebt. Ne? Also ich kenne vermengen, ich kenne vermixen, ich kenne verquielen, aber drunter heben mit einer Mehlmischung, what? Also schaut mal, wenn ich hier drunter hebe, so, das ist doch hier so unterheben. Ich kenne Eischnee drunter heben, ja? Oder irgendwas bei einer, oder Eigelb bei einer Sabayone oder sowas. Aber das hier, das ist so. Und jetzt habe ich drunter gehoben und jetzt bin ich fertig. Okay, Klumpshit. Wir werden es auf jeden Fall meistern, Freunde. Egal, ob quielen, heben oder mengen oder mixen. Ruffys Recipes, wenn auch notwendig, auf katastrophal, holprige Weise. Macht das schon. Muffins. So, und el Gran Finale. Banane. Glaubst du, das wird was, Jimmy? Safe. Safe, sagt er. Ich bin gar nicht so sicher. Unser Muffinblech jetzt für 30 Minuten bei 180 Grad Oberhitze Umluft ab in den Ofen. Und wir sehen uns gleich. 30 Minuten sind vergangen und hier kommen meine ersten Muffins. Jemals, ever, ever. Guck mal, wunderschön oder nicht? Pflaume, Erdbeer und Banane. Wird jetzt verziert mit denselben Obstsorten natürlich obendrauf. Und es geht los mit Erdbeer. Hier werde ich jetzt noch ein bisschen Chiasamen rübergeben, einfach weil ich die Kombo nice finde. Banane plus Chiasamen. Und guck mal hier, wunderbare, glückliche Blueberries. Nochmal als Kontrast auf unsere Pflaume drauf. Ne? Das soll ja auch ein bisschen die Meter sprengen hier. Ne? Mega. Ja, die sind leider jetzt nicht so riesenhoch geworden, aber das ist ja auch mein erster Versuch. So, Freunde, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ich probiere meine ersten selbstgemachten Muffins. Als erstes Erdbeer. Ah, sieht fluffig aus und sieht aber auch saftig aus, ne? Okay, einfach rein damit. Strawberry Puffy Puffy. Erdbeere schmeckt man wunderbar raus. Weiter geht's hier mit Blueberry. Es klebt natürlich ein bisschen viel am Papier dran, aber das kann man auch dann irgendwie abbeißen oder so. Und last but not least, Banane Chia. Chia! Ja, ist geil. Gebockt. So, Freunde. Summa summarum bin ich ganz zufrieden mit meinem ersten Versuch hier von hausgemachten Muffins.
Und ich hoffe, ihr konntet heute ein bisschen was lernen oder euch andererseits auch amüsieren aufgrund meiner Inkompetenz, was Backen angeht. Backen soll aber auf dem Channel ja auch nicht vernachlässigt werden. Deshalb gibt es ab sofort eine Backen-Playlist. Und da werde ich ab und zu auch mal ein Video hochladen, weil das auch ein Thema ist, wo ich mich weiterentwickeln will. Wenn ihr also Bock habt, schaut rein. Empfehlt diesen Channel auch gerne weiter. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Und hier habt ihr übrigens auch nochmal eine Menge gute Videos, in die ihr dringend reinschauen solltet. Wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr wieder, wenn es heißt Zeit für Ruffys Recipes. Bis dahin haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Ciao!